Das Abi hat Marieke frisch in der Tasche. Nun zieht es sie in die Ferne. In Südafrika möchte sie für ein Jahr als Freiwillige in einem Kinderheim arbeiten. Gemischten Gefühlen denke ich auf jeden Fall an mich in dem Projekt der Kinderbetreuung, dass ich wahrscheinlich andere Vorstellungen da habe, wie es ablaufen sollte oder ablaufen wird, als es wahrscheinlich wirklich ist. Und auch mit den Kindern kann ich mir vorstellen, dass es da Probleme gibt, dass einfach andere Vorstellungen da sind. Und freuen tue ich mich eigentlich auf alles Neue. Lee hat gerade ihren Bachelorabschluss gemacht. Auch für sie soll jetzt etwas Neues beginnen. Genau wie Marieke möchte auch Lee mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts für ein Jahr ganz weit weg, nach Indonesien. Es fühlt sich ziemlich gut an, also irgendwie alles hinter mir zu lassen und nach 3 Jahren studieren irgendwie. Ja, das Gefühl ist einfach ein bisschen noch unrealistisch, aber es ist total schön und jetzt mich entspannen zu können und mich vorbereiten zu können für die Ausreise ist schon toll. Und auch BWL-Student Fabian geht weltwärts. Heimat an sich bedeutet mir schon viel, ist mir wichtig. Ich habe meine Familie und meine Freunde hier, aber ich sag mal, ich bin auch gerne weg. Ich glaube, ich bringe einfach ein Stück von meiner Kultur mit und nehme dann im Gegenzug auch Impulse von dort wieder mit nach Deutschland. Mein Koffer wird anders gepackt sein, glaube ich, wenn ich zurückkomme. Und auf keinen Fall leerer sein. Fabian ist in Ecuador gelandet. Von der Hauptstadt Quito braucht er etwa 3 Stunden bis zu seinem neuen Zuhause. Ja, das ist mein Zimmer. Hier schlafe ich. Eine Zeit lang war hier nur ein Bett drin, aber da manchmal auch Besucher kommen, haben sie hier noch ein Bett reingestellt. Das ist mein Schrank, beziehungsweise mein Regal. Ein Bild von meinen Geschwistern, falls ich mich mal einsam fühle. Das blaue Haus da hinten, das ist das Haus, wo ich wohne. Ich wohne im Erdgeschoss und oben wohnt der Rest der Familie. Das hier ist die Küche. Küche und Gemeinschaftsraum, wo eigentlich alles abläuft den ganzen Tag. Da wird gegessen und abends noch zusammengesessen, bis es dann um 8:30, glaube ich, hochgeht zum Nachrichten gucken. Hier ist das Badezimmer mit der Eimerdusche. Und ja, man nimmt halt den Eimer, tut da ein bisschen Wasser rein, dann kippt man sich das über den Kopf. Y de una me pusieron a dar clase en la escuela de Pachijal, lunes y martes. Es la primera vez que di clase y eso, yo estaba sudando. Quería que escuchen todos y ya sé que nunca vas a tener una clase que todos escuchen y quieren aprender lo que estás diciendo. Lo que me gusta más dando clase es conocer a los niños y a los jóvenes porque viven en Ecuador, tienen otras cosas, otras ideas, otras maneras de pasar su tiempo y otros chistes. Koordiniert wird Fabians Freiwilligeneinsatz vor Ort von einer weltweits Partnerorganisation in Quito. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Hola, Miriam. Bien, ¿y tú? Bien, gracias, qué gusto de verte. Nosotros a los voluntarios que vienen aquí les pedimos, o es uno de sus deberes, de integrarse a la cultura del Ecuador. Ellos no vienen para criticar el mundo de aquí y no vienen para imponer una idea alemana, por ejemplo. Vienen para vivir con la gente de aquí y aprender de ellos. I came here at like 6 o'clock at a Sunday night after 24 hours bus travel. It was exciting, but I was a little bit shocked by South Africa itself and then by Tsuang as well. Tsuang, auf Tswana bedeutet das so viel wie Hilfe. Es ist der Name des Kinderheims, in dem Marieke jetzt arbeitet, zusammen mit 3 anderen Weltwärtsfreiwilligen aus Deutschland. Ehemalige Straßen- und Waisenkinder haben hier eine neue Heimat gefunden.
main things that really shocked me was that everyone was eating with their hands because there were no spoons. But now after a couple of weeks, you're like, okay, you just eat with your hand. That's just the way it is. In Südafrika sind jetzt Sommerferien. Für die Freiwilligen im Kinderheim Toussaint bedeutet das eine besondere Herausforderung. Sie haben sich vorgenommen, ein Ferienprogramm zu organisieren. Marieke möchte ein großes Fußballturnier auf die Beine stellen. Good. I think they're excited. This morning everyone was up, everyone was dressed. It was amazing. I never seen that before, that they are up at 7 o'clock in the morning. So I think they're gonna do a good job. Zum Fußballturnier geht's ins Jugendgefängnis. Ein sportlicher Nachmittag für alle soll es werden. I'm just hoping that everything is gonna be fine, that every team arrives, that the referees just arrived. That is good. We got in. I just hope the food will get here in time and that there's not gonna be trouble with everything, but I'm really excited right now. Correctional Services won. And second place is Castle Kinderhouse. We are third place. But we did a good job. In Indonesien ist Lee im Auftrag ihrer Organisation unterwegs, um die Sanitäreinrichtungen einer Mädchenschule in Augenschein zu nehmen. Hier sollen demnächst neue, umweltverträglichere Anlagen installiert werden. It'll be destroyed. I hope so. This is the water they use for bathing. Bathing, washing. This water. Kalau gini di Putri ini 400 lebih anak santri yang pakai ini. Yang pakai ini. Iya. Di sini. Iya. Di sini. Tapi pondok ini sudah lama berdiri. Kalau informasinya sebelum kemerdekaan. I'm looking at Bodau as a health and hygiene assistant. We want to measure the impact from the sanitation facilities at the Pesantan. So we need to have a tryout of the questionnaire. Saya terutama merasa sangat terbantu dengan adanya Li ini. Karena dia membantu kita untuk menyusun modul yang kita sebut sebagai Health Impact Assessment. Menurut saya dikirim orang itu cukup strategis sebetulnya, daripada mengirim uang. Yang ini yang salah. I was interested to play some traditional instruments because at the beginning I was quite annoyed by the music. Actually, I didn't like it at all. So I tried to find out why the people actually liked this, and I wanted to know how to play it and if it's very difficult to learn it. 12 Monate sind manchmal schneller vorbei, als man denkt. In Ecuador feiert Fabian heute schon seinen letzten Abend. Ja, bueno, es mi despedida. Que no es fácil para mí después de estar un año aquí con ustedes y con ha sido un gusto conocerles a todos. Y gracias para recibirme así como me recibieron, para estar conmigo, para ser mis amigos. Gracias. Auch für Lee ist das Weltwärtsjahr vorüber. Ihr altes WG-Zimmer in Bremen gibt es nicht mehr, doch sie zieht es jetzt ohnehin nach Berlin. Also für mich bedeutet Weltwärts, dass man sich entwicklungspolitisch engagiert und dass der Partner vor Ort was dazu gewinnt und der Freiwillige was dazu gewinnt.
Für mich war das halt so, ich konnte durch meinen Studienabschluss und durch meine Ausbildung halt schon vor Ort wirklich mitarbeiten und die Partner unterstützen. Und ich habe halt selber persönlich viel dazugelernt, mich fachlich und auch ziemlich persönlich weiterentwickelt. Also ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, ohne Weltwärts. Genau. Ein Jahr lang lebte sie unter südafrikanischer Sonne. Jetzt ist auch Marieke wieder zu Hause im winterlichen Frankfurt. Die alte Heimat sieht sie jetzt mit ganz anderen Augen. In Deutschland kommt mir alles super perfekt vor. Am Anfang fand ich es ganz schrecklich, dass sich jeder über die kleinste Sache beschwert, obwohl wir eigentlich alle total glücklich sein könnten, wie wir hier leben, in Saus und Braus quasi. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, es waren so tolle Menschen, mit denen ich Zeit verbringen durfte. Und ich bin so glücklich über so viele Momente, dass ich die nicht missen möchte, die Zeit. Auf keinen Fall.